Weiter geht's mit Mario Kart Arcade GP 2. Und dieses Mal mit dem Mario Cup. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch herausgefunden, wie man das Game passiert. Und zwar in meinem Fall jetzt mit F10. Und diese Strecke erkenne ich doch. Das ist nämlich die Strecke aus Mario Kart Arcade GP 1. Okay, da hinten gibt es Schattenbugs. Oh, sehr, sehr cooles Kart. Oh Mann. Ja, ich habe jetzt mal Mario genommen. Ist so ziemlich Standard, aber was soll man machen? Oh Junge, der geht ja richtig ab. Wer ihn weggekickt hat. Hier waren doch Münzen in Teil 1. Haben sie geändert. Zack. Warte, sehe ich das gerade richtig? Okay, keine Ahnung. That's too nice. Es sah so aus, als würden die Mario Coins als normale Coins wieder spawnen. Wobei doch. Interessant. Ja, die Mario Coins hatte ich auf jeden Fall eingesammelt. Sie waren wieder da. Als normale Coins. Holy shit. Ach, 9 Runden, Junge. Ich dachte gerade schon. Hey, 9 Runden ist ja übelst viel. Hier respawn Coins. Ich feiere die Reifen. Sehen irgendwie aus wie Gummi. Okay, Reifen sind aus Gummi, aber. Nein, die sehen irgendwie nicht aus wie Gummi. Die sehen aus wie so Plastikreifen von einem Spielzeugauto. So sehen sie aus. Eine Runde. Ich hoffe mal, es passiert jetzt kein Müll. Aber das Kart ist nice. Hat ganz schön Speed drauf. Zack. Ach nee, jetzt noch eine Runde. Da hatte ich wohl einen Denkfehler. Bam. That's too nice. Dieses Voice-Sample kann ich auch aus irgendeinem Spiel. Was hat er denn gesagt? Ach, keine Ahnung. Off-Key-Speaker, Lock-On-Shot, Music is played, One-Hit. Perfect Driver. Ja, ja, das passt schon. Also das kann ich nur bestätigen. Perfect, nice. Anscheinend, wenn man alle Coins ansammelt, kriegt man da noch so einen Perfect-Bonus. Und ich kriege auch direkt wieder was Neues. So skippe ich das mal. Sonst zieht das da in Sekunden drauf. Mario und Luigi, Alter. Na ja, gut. New round has been added. Ich werde wohl weiterspielen. Mario Highway, Mario Beach. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Cups länger dauern als im ersten Teil. Weil ich kann mich daran erinnern, da hatte ich manche Parts schon nach 10 Minuten fertig. Das ist hier nicht so. Und jetzt geht's gerade, wie in Teil 1. Oh, daran erinnere ich mich, dass ich da manchmal so weit geflogen bin, dass ich dann ans Ende geknallt bin. Was wollt ihr alle hier? Ich bin verdammt schnell. Ach, hier war... Das war erst in der zweiten Runde. Also,
Die nennt sie ja Runde. Und auf der zweiten Strecke so, dass die Mario Künstler an der Seite waren. Alter. Ah, warum bin ich gerade so scheiße? Ich trifft ja irgendwie falsch. Ich mache da irgendwas falsch an dieser Kurve. Es geht besser. Uff, habe ich das gerade wirklich getan? Ich muss zugeben, das mache ich oft mit Mario Kart DS, dass ich da so komisch rumspringe. Lass mich verarschen. Aber bei Mario Kart DS bin ich auch deutlich besser. Und daher kann ich mir da auch mehr leisten. Zack. Gut, das war jetzt eigentlich ganz gut von mir gemacht. Blinky, du hast keine Chance. Au. Oh. Oh, mein Reifen ist kaputt. Zack. Ist es eigentlich ein Zufall, dass gerade Blinky und Pac-Man so gut sind? Die eigentlich nichts mit Mario Kart zu tun haben. Wäre eigentlich cool gewesen, so ein Mario Kart 8 Pac-Man als Charakter. Zumindest so als Anspielung hier auf diese Spiele. Sonst wäre es mir eigentlich ziemlich egal gewesen. Zack. Ich frage mich aber, ob für Mario Kart 8 Deluxe nochmal ein DLC kommt. Wäre eigentlich nicht so dumm von Nintendo aus gesehen, würde ich mal denken. Waren die nicht vorne erster? Jetzt auf einmal sind Pac-Man und Blinky auf einmal letzter? Oh, die Wolke. VIP-Driver. Lol. Oh, ich hab die Boni bekommen. Cool. Ich hab's diesmal übersprungen aus Versehen, aber passt schon. 23 Coins wieder mal. New Round has been added. So wie ungefähr jedes Mal. Und nochmal der Highway. Ach, diesmal dann im Sonnenuntergang. Ist auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ich würde erst sagen, das ist eine schöne Color Correction, aber ich glaube, so nennt man das nicht in im Videospielbereich. Sondern eher mehr so im Video- und Fotobereich. Wie nennt man das? Lightmap? Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Also ein bisschen schon, aber eher wenig. Wobei ich es ganz interessant finde, so. Aber das wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis ich da irgendwas weiß. Es ist, ich will mich eigentlich mit so vielen Dingen beschäftigen, aber ich weiß halt nie, wo ich anfangen soll. Deswegen bleibe ich jetzt einfach bei Videospielen. Da bin ich drin. Zack. Ach, schon wieder 9 Runden. Wollt ihr mich verarschen? Ich muss sagen, 9 Runden sind zu viel. Ich meine, selbst Baby Park hat noch 5, beziehungsweise 7. Aber 9? Ja gut, so Baby Park ist auch ungefähr so groß wie das jetzt hier. Wobei Baby Park ist kleiner. Baby Park hat man, glaube ich, 10 Sekunden braucht man dafür eine Runde. Oder 9. Zack. So, letzte Runde, jetzt darf keine Scheiße passieren.
die Kurve habe ich eigentlich ganz gut gekriegt. Die eher nicht so, aber ich gewinne trotzdem zum Glück. Das war knapp. Ich habe glaube auch gesehen, dass es die Vario-Strecke wieder gibt. Aha. Uff. Das Dash-Bazooka. Oh Mist, das habe ich ja nicht durchgelesen. Kann ich eine Videobearbeitung machen. Und der, der es sich anschaut, kann sowieso zurückspulen, also. Zack. Was kriege ich jetzt? Donkey Kong Original Card. Mhm. Hm, hat was. Dup, 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 dup. So, jetzt schon die letzte Runde. Und jetzt kann ich wieder Items auswählen. Ah, ich mach mal nur, ich mach mal was anderes. Kann ja mal so alles ein bisschen ausprobieren, wobei. Eigentlich möchte ich nicht alles ausprobieren. Eigentlich möchte ich einfach nur gewinnen. Weil das. Ich fand eigentlich. Ich weiß ja leider nicht, was das alles bringt, weil ich. Weil ich mir nicht durchgelesen habe. Special Coin. Recover the item for yourself. Ich weiß immer noch nicht, was es bringt, also. Aber das Spiel läuft überraschend gut. Ich hätte eigentlich mit mehr Bugs gerechnet. Was bringt denn das jetzt, das Recovery-Item? Was recover ich denn damit? Sicherlich nicht meine Lebensfreude. Krieg ich da Münzen? Nein, ich krieg auf keinen Fall Münzen. Ich dachte, bei dieser Pilz-Bazooka krieg ich irgendwie einen Booster, oder lag ich aber auch falsch. Was machst du denn? Jedes Mal werde ich aus der Kurve gekickt und kann da nicht driften. Ich verliere sogar Münzen, kann das sein? Ich merke es mir jetzt mal, 12 Münzen. Hey, kann man damit mehrmals schießen mit dem Feuer-Item? Mit dem Feuerball? Bam. Okay, ich krieg gerade irgendeine Benachrichtigung. Jetzt sehe ich nicht, ob ich meine Münzen verliere, weil da diese scheiß Benachrichtigung drüber ist. Oh, sie blendet sich in Sekunden schneller. Und Sekunden ist in dem Fall lang aus. Und sie ist weg. That's so nice. Uff. Zack. Oh Mann, ich will. Hä? Warum haut der auf einmal? Warum ist er auf einmal in Lichtgeschwindigkeit davon gezaust? Zack. Willst mich verarschen, Alter? Okay, zweiter wird noch, aber erst du nicht. Ja, toll. Muss jetzt nochmal machen, oder wie? Verarsch mich nicht. Reicht dritter? Mal schauen. Warum steht da N? Achso, weil ich mich so genannt habe. Aha, okay. So, ich bin jetzt dritter geworden. Was heißt das für mich? Also erstmal schalte ich wieder was Neues frei. Aber sonst? Alter, was bringt mir das? Ich werde mal weitermachen.
Badum. Easy. Es war diesmal wirklich easy. Ich hatte wahrscheinlich die falschen Items genommen. Damit ist der Mario Cup komplettiert. You've cleared Mario Cup. The GP Committee formally invites you to the challenge stage. Ja, the Giant Watermelon ist zurück. Gib Mario Coin. Where the distance. Achso. Also wenn es ein Ziel ins Ziel schafft, kriege ich die meisten Mario Coins. Ja, das ist jetzt dieser schwarze Strich in der Mitte war gerade ein Bug aufgrund des 16 zu 9 Hacks. Bam. Bam. Ja, dadurch, dass das Zeitlimit diesmal weg ist, ist es natürlich viel einfacher. Ja gut, das war easy. Ich glaube, der Trick wäre gewesen, die Wassermelone immer wieder zurückzurollen und dann. Ah, der T-Pausenfahrer ist natürlich schon ein cooler Rang, aber leider muss ich mich dagegen entscheiden. +10 +15 ist 55. Da wäre ich fast selbst drauf gekommen. Schon wieder nur ein Item, ich will eigentlich mehr Cards. Und das war's dann auch mit dem Part. Und bis zum nächsten Mal. Ja.